In diesem Video geht es nochmal um Abstraktion und Gegenständlichkeit. Ich möchte dir nochmal ganz anschaulich zeigen, was Abstraktion ist und was Gegenständlichkeit ist und die Zone, die uns am meisten interessiert, nämlich das dazwischen. Also die größten Fragen, die wir haben an die Malerei ist, wie mache ich gute abstrakte Malerei, die frei ist von gegenständlichen Bezügen und wie mache ich gegenständliche Malerei, die nicht so dicht an der Realität ist, also die ein bisschen abstrahierter ist. Das sind, glaube ich, die zwei größten Fragen, die uns beschäftigen, wenn wir malen. Wie mache ich eine gute abstrakte Komposition und wie mache ich eine gegenständliche Interpretation des Realen? Ich habe vor 2 Wochen die Arte-Dokumentation über den Künstler Nicolas de Staël gesehen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Und das ist, was Nicolas de Staël über die Abstraktion sagt. Indem er die Farben intensiviert und die Formen vereinfacht, verwandelt der Maler nach und nach das Genre der Landschaftsmalerei. Ich stelle die abstrakte Malerei nicht der gegenständlichen gegenüber. Ein Gemälde sollte sowohl abstrakt als auch gegenständlich sein. Abstrakt als Wandfläche, gegenständlich als Darstellung eines Raumes. Bei ihm ist es also nicht so, dass er das polarisiert, hier die Abstraktion und da die Gegenständlichkeit, sondern dass er eigentlich sagt, die Abstraktion ist die Sprache der Malerei. Die Sprache der Malerei besteht aus Flächen, aus Formen, aus Linien, aus Farben, Tonwerten, Texturen. Wir können mit diesen Mitteln Räumlichkeit suggerieren. Wir können praktisch eine Raumillusion schaffen, aber wir können es auch lassen und dennoch immer noch in unserem Bild Erinnerung an gegenständliche Themen haben, also an Landschaften, an Figuren, Stillleben und so weiter. Und genau das hat der Künstler Nicolas de Staël gemacht. Er hat seit Zeit seines Lebens Landschaften gemalt, Stillleben, Figuren, aber auch ganz abstrakte Kompositionen. Und ich möchte euch einfach gerne jetzt nochmal anschaulich zeigen, wie ihr das auseinanderhalten könnt, ja, und dass es eigentlich zusammengehört. Wichtig finde ich das vor allen Dingen für die Frage, wie komme ich aus der Gegenständlichkeit, aus der reinen Beschreibung der Form, meistens auf der Grundlage eines Fotos, in eine abstrahierte Darstellungsweise. Ich hatte mir tatsächlich hier ein paar Notizen gemacht und die sehen wirklich so einfach aus, wie es nur geht. Also ich nehme das mal hier an die Kamera ran. Du siehst hier das Quadrat und da das Dreieck. Wir würden übereinstimmen, dass das zwei abstrakte Flächen sind. Das Quadrat und das Dreieck, also eine geometrische Fläche. Wenn ich das Dreieck auf das Viereck setze, dann habe ich diese Form. Und wir würden übereinstimmen, dass wir alle, weil wir so geprägt sind mit unserer Wahrnehmung, da drin ein Haus sehen wollen, selbst wenn das kein Haus ist. Es ist also sehr abstrakt und dennoch assoziieren wir mit dieser Form sofort ein Haus. Und dieses kleine Haus, was ich da drunter gemalt habe, ist im Grunde genommen jetzt die gegenständliche Interpretation. Und zwar habe ich Perspektive verwendet. Die Perspektive ist ein Hilfsmittel, um Räumlichkeit auf einer zweidimensionalen Fläche zu suggerieren. Ich helfe mir ja immer gerne hier mit mit so Farbschnipseln, weil man dann ganz schnell anschaulich das sehen kann. Also hier zum Beispiel, wenn ich diese Form habe, das ist ein Zufallsprodukt jetzt aus meinem Reservoir an Papieren. Das ist jetzt eine Form, die das Rechteck und das Dreieck einschließt. Natürlich ist das eine abstrakte Form, aber wir sehen darin dennoch bereits ein Haus, wenn wir die Fläche so verwenden. Wenn wir die Fläche so verwenden, dann sehen wir kein Haus. Das heißt, auch die Orientierung spielt eine Rolle. Also wenn du sowas hast,
dann neigst du dazu, ein Haus zu sehen. Und wenn du das so hast, umgekehrt und vielleicht sogar oben am Bildrand klebend, dann hast du etwas getan, was der normalen Erwartung von einer Landschaft widerspricht. Das heißt, wenn du abstrakt arbeiten willst mit diesen Flächen, ja, dann würde ich sie nicht so hinsetzen, sondern einfach auch mal gerade umgekehrt. Weil dann sehen wir schon weniger ein Haus. Wir sehen jetzt zum Beispiel eher sowas wie ein Pfeil. Ja? Und jetzt ist die Schwierigkeit für die abstrakten Maler ist, wie mache ich jetzt aus dem irgendwas Interessantes? Ja, wie mache ich aus diesen beiden Elementen was Interessantes? Es ist jetzt nicht nötig, dass wir beides nehmen, aber viele, viele Künstler verwenden das Rechteck oder das Quadrat als ihr Kompositionsschema. Die spielen, ich nenne das immer spielen, die spielen mit unterschiedlichen Rechtecken oder Quadraten und bleiben immer im rechten Winkel. Ja, immer im rechten Winkel bei der Komposition. Ja? Du kannst jetzt schon dir vorstellen, dass ich daraus aus diesen ganzen Rechtecken, wenn ich jetzt hier immer weiterlege, entsteht irgendwann, ist meine Bildfläche gefüllt. Das sind alles Rechtecke. Auch das ist eigentlich ein Rechteck, das ist einfach eine L-Form. Das ist eine Möglichkeit, zu komponieren, also eine Bildgestaltung zu machen, die abstrakt wirkt. Hier sehen wir keine Häuser. Ich kann daraus aber Häuser machen. Und wenn ich Häuser daraus machen will, dann würde ich hier einfach irgendwelche Dächer machen. Also wenn ich starte mit einer abstrakten Grundlage, dann kann ich immer noch das Bild in Richtung Gegenständlichkeit bewegen. Und dafür muss ich wissen, was führt dazu, dass das dreidimensional wirkt. Wenn ich jetzt so ein Schema F Hausdach da drauf mache, dann ist das immer noch sehr flächig. Aber da sieht man das nicht so gut. Ja, so. Da beginnt das schon so ein bisschen. Ich will dem Betrachter zeigen, hey, das ist ein Hausdach. Aber das alleine reicht natürlich noch nicht. Was ich versuchen muss, wenn ich gegenständlich arbeiten will, dann gibt es verschiedene gegenständliche Konventionen. Und zwar ist das einmal die Perspektive. Das heißt, ich fange an, irgendwelche perspektivischen Linien zu ziehen, damit ich die Hausseite von beiden Seiten zeige. Das will ich dir gleich mal an einem Beispiel zeigen, weil wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können ganz abstrakt anfangen, so wie ich jetzt hier. Das hat irgendwie, da ist die Basis von dieser Komposition, ist eigentlich nur die Kombination aus hellen und dunklen Rechtecken. Größere und kleinere. Mehr ist das jetzt hier nicht. Aber wenn ich jetzt damit weitergehen will, guck mal, wenn ich es umdrehe, das ist witzig einfach, wenn ich es umdrehe, dann sehe ich da schon wieder ein Schiff. Ja? Dann bräuchte ich einfach das Ganze nur umzudrehen und noch einen Mast dran machen und dann habe ich irgendwas mit Schiffen. Ja? Und das finde ich irgendwie total cool. Das kannst du mal ausprobieren. So, das ist der eine Weg. Wir bewegen uns von der Abstraktion ein Stück zurück in Richtung Gegenständlichkeit, haben aber dieses abstrakte Grundgerüst. Ich habe mich gerade entschlossen, mein Video in drei Teilen zu servieren, weil ich habe gerade gesehen, es sind 40 Minuten, die ich aufgenommen habe. Und deswegen werde ich das hier an dieser Stelle als ersten Teil beenden. Du hast also in diesem Video gesehen, wie du eine abstrakte Grundlage schaffen kannst, von der aus du in die Gegenständlichkeit dich bewegen kannst, so wie du das gerne möchtest, also so stark, wie du das möchtest. Alles hat eine abstrakte Grundlage und muss auch eine abstrakte Grundlage haben, damit es wirkungsvoll im Bild ist. Denn sonst ist es einfach nur eine zufällige
Verteilung auf der Bildfläche. Und das hat nie die ganze Kraft, die ein Bild haben kann. Schaut nach den anderen Videos, die werden in den nächsten 2 Wochen auch veröffentlicht. In den nächsten Videos geht es darum, dass ich dir zeigen will, wie ich von der Gegenständlichkeit, also von einem Motiv in Richtung Abstraktion gehe. Und dann in dem dritten Teil möchte ich dir noch zeigen, wie ich ganz ohne Gegenständlichkeit abstrakt arbeite, sodass diese Videos zu dritt als Dreier-Set veröffentlicht werden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann informiere dich einfach über das Kunstabo und die Masterclass. Das sind meine beiden Hauptprogramme, in denen ich Bildgestaltung und Malerei unterrichte. Bis bald. Danke.